Gabrielle Kelly, verkrachtes Verhältnis zu Tante Maite Kelly. Er plaudert traurige Details aus. So verkracht sind die Kellys wirklich? Angelas Sohn spricht jetzt über das schlechte Verhältnis zu seiner Tante Maite. Keine Lust auf die Verwandtschaft, dass Maite Kelly nur wenig Bezug zu ihrer Familie hat, ist kein Geheimnis. Doch nun stellt sich heraus, wie unterkühlt das Verhältnis tatsächlich ist. Gabrielle Kelly, Maite und ich stehen uns nicht sonderlich nah. Sie liebt die Kinder wie die Mutter, behält die Geheimnisse wie die große Schwester und teilt die schönsten Momente wie die beste Freundin. Diese, zugegeben idealisierte, Definition einer Tante trifft auf Maite Kelly wohl eher nicht zu. Denn wie sich jetzt herausstellt, hat die sympathische Schlagersängerin mit ihrem Neffen eher gar nichts am Hut. Doch von vorne, bei Let's Dance gehört es fast schon zur Routine, dass irgendein Mitglied der Kelly-Familie übers Tanzparkett fegt. Punkt. In der aktuellen Staffel gibt Gabrielle Kelly sich die Ehre und wurde schon bei der Kennenlernshow als heimlicher Favorit gefeiert. Er wäre nicht der erste Sieger der Familie, 2011 ertanzte sich seine Tante Maite den Sieg. Doch man wird wohl vergeblich darauf warten, dass sie ihren Neffen vom Bühnenrand aus unterstützt oder ihm mit Rat und Tat unterstützt. Punkt. Denn Gabrielle machte jetzt deutlich, das Verhältnis zwischen den beiden ist eher unterkühlt. Maite und ich stehen uns nicht sonderlich nah, stellt er im Interview klar. Man sieht sich auf Familienfesten, schnackt und isst ein wenig zusammen, und dann sieht man sich wieder auf der nächsten Feier. Bei so viel Familie ist man froh, wenn man sich überhaupt alle Namen merken kann. Schon seit Jahren soll Maite mit den restlichen Kellys ein eher angespanntes Verhältnis pflegen, was durch Gabrielle Aussage mehr oder weniger bestätigt wird. Schade eigentlich.